Und es muss ehrlich gesagt wahnsinnig weitergehen. Wir sind jetzt im Labor. Ihr müsst Muffinförmchen stapeln. Und zwar 10 Stück auf diesem kleinen Plexiglaswürfel. Logischerweise nicht ineinander, das wäre sehr einfach. Das haben wir noch gelten lassen bei den Kronkorken, sondern jetzt Öffnung nach oben, Öffnung nach unten, Öffnung nach oben, Öffnung nach unten. Ja? Ihr könnt natürlich andersrum auch anfangen, aber immer abwechselnd, sonst wird ja kein hoher Turm daraus. Es sind 10 Stück. Mhm. Es geht um 10.000 Euro. Ihr habt dafür 5 Minuten Zeit. Mhm. Eine jeweils nur ins Labor. Stürzt der Turm allerdings zusammen und ist es noch Zeit übrig, könntet ihr nochmal wechseln. Ah. Aber wer macht's? Du fängst an, du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Okay. Ich hab du warst sehr gut, ne? Mit deiner ruhigen Hand bei den Brausetabletten. Ja. Ja, da nicht so dolle, aber. Da, waren ja auch eher die Füße gefragt. Genau. Vielleicht sind die feineren Sachen einfacher. Du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Ja, klar. Und wenn du das sagst, ich vertraue dir. Holst du die Muffins aus dem Feuer? Genau. Wie viel Zeit ist 5 da? 5 Minuten. Ja, wir wollen. Komm schon mal rein, Cassandra. Komm schon mal rein. Luftdicht. Unser Labor natürlich. Okay, ich setz mich hin. Du setzt dich hin. Sehr gut. Das ist der Buzzer? Das ist der Buzzer. Bitte den Würfel nicht verschieben. Das haben wir schön eingerichtet für die Kamera. Mhm. 10 Stück. Wie du anfängst, ist egal. Nur immer abwechselnd, damit es ein schönes Türmchen gibt. Die Muffinförmchen dürfen auch nicht in irgendeiner Form geknickt werden, sondern sie müssen ihre Form behalten. Sehr schade, aber auch sehr richtig so. Sonst wäre es zu einfach. Da ist der Buzzer. Nach 5 Minuten drücken. 3 Sekunden muss der Turm stehen. Dann habt ihr 10.000 Euro. Mhm. Ich weiß, dass du es schaffst. Ich auch. Okay. Toi, toi, toi. Wir sind bei dir. Die Zeit läuft ab jetzt. Echt, sie fängt so rum an. Wow. So. Hättest du es andersrum gemacht? Ja. Und deswegen macht sie es halt, ne? Wow, ja. Es sieht jetzt schon super aus. Ich finde ich auch. Hört sie mich drinne? Bisschen. Oh. Vielleicht ist sie auch im Tunnel. Ja, ja, hoffentlich. Ich fand das Gespräch eben gut, als Mareike sagte, du schaffst das, und Cassandra antwortete, ich vertraue dir. Der ist gut. Ja. So, das sind jetzt 6. Nicht lachen, er ist nicht witzig. Muffinförmchen. Elmar ist sehr witzig. Das sieht bis hierhin super aus. Aber eins ist auch klar, mit jedem Förmchen wird dieser Turm natürlich. Ihr müsst nicht wechseln. Wackeln, nee, aber. Nee. Es ist noch nicht mal die erste Minute rum. Von der Zeit her ist das alles noch kein Problem. Ja, ihr habt keine Zeitjoker mehr, das wissen wir. Aber die braucht ihr auch nicht. Und trotzdem dieser erste Versuch. Jetzt ein bisschen links schief, jetzt kannst du ein bisschen nach rechts schiefer machen. Dann gleichst du es aus. Das ist doch clever, dass Mareike hier vom Rand so ein bisschen hilft. Die hat vielleicht einen anderen Blick auf den Turm. Und atmen und ruhig bleiben. 10.000 Euro ist eine Stange Geld. Ja. Und wenn er das jetzt schafft, habt er die 10.000 sicher. Das ist total gerade, das schaffst du jetzt. Cassandra atmet schon zur Seite. Vielleicht gar nicht so schlecht. Total richtig. Noch besser wäre 3 Minuten 20 lang die Luft anhalten. Dann atme ich für dich. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, ist gar nicht so einfach, das zu korrigieren. Kannst korrigieren, ist alles gut. Kannst mit beiden Händen zurechtschieben. Ja, so ist besser. Aber immer noch ein bisschen schepp, egal. 2 Minuten 50. Unten der dritte. Ja, der zweite und ja. Ja, einfach nochmal anfangen. Zeit haben wir noch? 2 Minuten noch 35 gleich. Das schaffst du. Jetzt sieht es super toll aus. Die Zeit ist kein Problem. Also bis jetzt. Und natürlich verformen sich diese Muffinförmchen. Die sind nicht formstabil. Das sieht sehr gut aus. Ja. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Oh, das ist verdammt gut. 8 sind es, 2 müssen noch drauf. Ja, Nummer 9 und jetzt nur noch 1. Ganz
ruhige Hand. Lass es auswackeln. Und dann nicht hektisch werden. Okay, okay. Den Buzzer in aller Ruhe drücken. Ja. Sie schafft es. 2 Minuten noch. Der steht. Der steht! Der steht! Du bist saugeil. Du bist die Geilste! Ja! Ja! Ach du! Komm raus, jetzt darfst du atmen! Ich wusste es, das war klar. Wir haben 10.000 Euro. Oh, ihr habt 10.000 Euro! Oh, oh Wahnsinn! Gott. Das ist so das Ding gemacht. Steht immer noch! Das ja. Ist ja Wahnsinn. Wir gehen mit nach Hause, hast genauso wie er steht. Hast du den festgeklebt oder was? Das ist ja, ja irre. Spucke. Oh mein Gott. 10.000 Euro für Mareike und Cassandra. Das hast du so gut gemacht. Das hast du so gut gemacht. Ach du, ihr seid gleich. Im Tunnel, ihr sappt einen Lauf. Ja. Wir dürfen nicht aufhören. Jetzt macht es sowieso ja. Keinen Sinn, oder? Jetzt, also, jetzt fangen wir mindestens an. 25.000 Euro Spiel.